Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei L22 zu unserer Folge Nummer 10 vom geerbten Hof. Und ja, wie in der letzten Folge zusammen mit dem Killerkeks. Moin. Ja, wir fangen jetzt hier schon mal an zu mähen, während der Killerkeks noch die Felder walzen tut. Und dann macht er sich auch auf den Weg, dass wir diese Mission dann zu zweit innerhalb von ein paar Minuten abgearbeitet haben. Ein paar Minuten nicht, aber zügig abgearbeitet kriegen, denn das Konto sagt immer noch 8.500 Euro. Killer Kick, seine Klamotten zu kaufen, war so teuer. Der musste ja unbedingt ein Glas haben. Das hat alles so Geld gekostet. Und ne, Kinder vom Dorf tragen Engelbert Strauß. Du, hat alles so Geld gekostet. Der Glas ist schon seit 3 Folgen da, ne? Nee, aber das Heckmähwerk hat ja so viel Geld gekostet gehabt. Und was war das noch? Die Beinpresse, stimmt. Die beiden Sachen hatte ich ja geholt gehabt. Weder, aber die waren nun mal jetzt gebraucht drinne, da wäre ich blöd, wenn wir da nicht zugeschlagen hätten. Brauchen du bist so oder so. Deswegen. Ja, nicht wundern, ich habe uns das Heckmähwerk von uns vom Hof geholt, weil ich mag dieses Mähwerk als Anhänger nicht. Deswegen habe ich hier unser Mähwerk dran. Ne? Sparen wir noch mal ein bisschen Echt Mietkosten, klasse. weil wir ja nicht auf den Geräten so viel Miete, so viel Stunden draufhauen. Ich glaube, Genau. das zählt zwar im Spiel nicht, aber ist egal. Ja, und ich dachte mir, ich fahr die schön Serion, weil der Killer Kicks hat ja sein. Was ist das? Axion? Axion, den du hast, ne? Ja, Axion 29. Na, ist glaube ich noch nicht die größte Motorausführung. Wir können noch. Bloß leider hat das Geld nicht gereicht. Doch. Ist der größte? Nee. Lieber Nee. schlecht fahren als gut zu Fuß. Das stimmt. Aber ich glaube, eine Motorausführung konnten wir, glaube ich, noch. Bloß da hat das Geld von den vom Honig nicht mehr gereicht. Letzten Ach, Ersparnis ist rausgeworfen. solange er das zieht, was er ziehen muss. So, deswegen arbeite ich ja so weiter, habe ich bis jetzt auch mit dem McCormick alles gemacht. Weil der Preis-Leistung ist der McCormick wirklich top. Klar, auf kurz oder lang, wenn die Felder natürlich größer werden und wir die größere Maschine brauchen, muss er nachher auch weg. Aber jetzt für die nächste Zeit. Aber zum Düngen und Kalken reicht ja erstmal noch eine halbe Ewigkeit. Dann kann Ja, er nachher klar. langsam der kleine Zetor weg. Weil der quält sich ja schon mit den Düngestreuer ganz schön. Ja, muss man gucken, dann, wenn wir den Kuhstall, wenn wir den Kuhstall haben, wie das dann ist, ne? Wieso? Ja, welchen Trecker das ziehen kann. Den besprochen nachher. Na, da werden wir nachher einen großen da haben. Da brauchst du keine Angst haben, trägermäßig. Bis es so weit ist. Vielleicht holen wir uns auch den Selbstfahrenden, den Selbstmischer. Ach so, ja. Oder wir stellen uns eine Mischanlage für Futter. Das ist schön, was genau. Weil ich ja letztens auf der Gold Coast Valley hatte ich ja zum Beispiel das Problem, konnten wir kein Mischfutter herstellen. Er hat uns immer nur Futter hergestellt, obwohl wir genau so gemacht haben, wie es sein soll. Er hält den Selbstmischer, ne? Also Genau, wir konnten, haben immer genau. nur, es hat immer nur Futter hergestellt. So was habe ich letztens auch gehabt. Ich habe bei meinem Alex die Kapazität erhöht und ich hatte 4 Silage, 2 Stroh und 2 Gras und er hat gesagt, er hat nur Gras rausgeschmissen. Nee, du brauchst ja auch Heu und kein Gras. Ja, ich hatte ja auch mit Gras. Heu und Gras sind ja nochmal Unterschiede. Heu ist getrocknet, Gras ist nass. Oder Ja, frisch. ich stellt sich hin. Stellt sich hin, ich muss ein bisschen. Aber wie gesagt, wir hatten das Problem auch auf der Goldkristall. Ich wollte Kuh, also Mischfutter machen, ging nicht. Jetzt kam immer nur Futter raus. Ich sag, vielleicht habe ich falsche Mischung genommen. Ich mir Videos angeguckt. Na, hier diese ganzen Tipp-Videos. Zwecks mischen. Nö, ich habe es genauso gemacht, wie es sein sollte. Vielleicht liegt es auch lag es an der Karte. Mittlerweile hat sie ja mehrere Updates gekriegt, die Gold Coast Valley seitdem. Aber da habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich stelle mir vielleicht auch nur noch jetzt immer die Mischanlage hin. Erstens benutzt man eine Produktion. Und das ist eine sinnvolle Produktion. Oder Ja, halt, ich muss es irgendwann nochmal probieren. und ich glaube, viele Bauern haben auch schon so, weil es einfach schneller geht. Na, bei uns fahren sie mit so einem, also mit den Selbstfahrern rum, mit den Silo King.
weil wenn du so eine Produktion hast, den packst du voll und hast das immer rausnehmen, wenn du brauchst. Dann musst du ja so eine halbe Stunde mischen. Deswegen werden die eigentlich den Kuhstall mit den Futterroboter gar nicht so schlecht. Da haust du ja auch nur die Komponenten rein. Da musst du dein Mineralfutter stehen haben, du musst Stroh, Gras, Heu reinhauen und Silage. Und dann mischt er es ja auch vernünftig. Na, mal gucken, lass uns überraschen. Ich glaube, bis wir den Kuhstall haben, das dauert auch noch ein bisschen. Der kostet noch ein bisschen, wir haben nicht mal eine Wiese bis jetzt. Muss man den kaufen oder gehört er dazu jetzt? Ich weiß, er gehörte mal dazu. Achso, hat er wieder geändert? Nee, nein. Ich brauchte Geld. Achso. Das Problem. Opa braucht das Geld. Genau, also habe ich den Kuhstall mal verpfändet. Opa würde uns erschlagen, wenn er das hört, dass der schöne Kuhstall weg ist. Aber ich glaube, er kostet nicht so viel. Der kostet 146.000, glaube ich, war das. Ich glaube, mehr habe ich dafür gar nicht gekriegt. Ja, 148.000. Ja. Aber war das nicht im 17er? Da hatte ich da irgendwie 200, 300 oder sowas kostet? Oder mehr? 19er. 17er gehörte er zum Hof dazu. Im 19er musstest du den kaufen. Genau, war richtig schweineteuer. Ich glaube, im 17er war der Standard, gehörte der Kuhstall, Schafstall und der Schweinestall zum Hof. Oder also 19er musstest du den einzeln kaufen. Der muss fast repariert werden, der. Was hast du denn hingestellt? Na, der war ja auch gebraucht gekauft. Der hatte ja schon 23 Stunden oder sowas. Und jetzt müsste er mittlerweile 26, 27 Stunden haben. Ja, 26, ja. Ey, fahr nicht in der Werkstatt, wir haben kein Geld. Nee. Warte, bis die Mission fertig wird. Nee, aber wie gesagt, das hast du ja bei Gebrauchten, dass du manchmal die Sachen erst reparieren musst. Ja, nicht immer, aber manchmal sind sie ja doch schon recht runtergeholt. Ich weiß gar nicht, wie das bei dem Schneidweg aussieht. 22%, das sieht noch gut aus. Es schneidet noch. Na, jedenfalls könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wir haben mal gerade drüber geredet. Auf der Karte, was würdet ihr davon halten, wenn wir hier wirklich nur mit Klaas-Maschinen arbeiten, also Traktoren, Dresche, Häcksler, Radlader, alles nur von Klaas nehmen? Nur halt bei den Anbaugeräten würden wir natürlich variieren. Gut, bei der Presse passt es natürlich jetzt gerade, die ist jetzt gerade von Klaas, aber auch nur, weil die gebraucht im Angebot war. Aber sonst so maschinenmäßig würden wir auf Klaas gehen und Anbaugeräte gucken wir halt gerade das, was für uns am besten passt. Weil Mähwerk würde ich jetzt nicht unbedingt das von Klaas nehmen, weil das von Vicon einfach die größere Arbeitsbreite hat. Und vor allen Dingen halt, kannst ja halt umrüsten für Schwade. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ihr steht ja sowieso immer drauf, wenn wir fahrzeugspezifisch auf dem Hof arbeiten. Also eine Sorte auf dem Hof haben. Und warum nicht in Russland mit Klaas arbeiten, ne? PS, nein, es wird kein John Deere geben. Ja, der Killer Kicks mag die Maschine. Ich weiß nicht warum. Sind die Felgen gelb, hat der Bauer kein Geld, ne? Genau. Geht der Bauer das Geld aus, sieht die Felgen gelb aus. Deswegen hat unser Nachbar bei seinem Johnny die Felgen auch schwarz lackiert. Obwohl ich sagen muss, also im Spiel sah das schon immer geil aus, ne? Aber wenn du das in echt siehst, ein John Deere mit schwarzen Felgen, der hat da noch Mörder-Breitreifen drauf, ne? Das sieht so brachial bei seinem 7R aus, 7, nee, 6R. Was ist der letzte Trecker für Frontlader von John Deere? 7R, ne? Das ist 7R, glaube ich. Ich gucke gerade nach. 6R. Den großen 6R hat er mit Frontlader. Der 7 dürfte keinen Frontlader mehr haben. Gucken wir einfach. Aber nee, der dürfte nicht mehr haben. Zumindest hier im Spiel nicht. Hä? Jetzt habe ich gerade Känguru Sprit. Hat Verträge gemacht. Was war Känguru Sprit? Ja, weil ich im Shop war, ne? Ja. Aber wie gesagt,
der hat den 6R, den ganz groß, also den größten Motor von den 6R, und das muss ich sagen, das sieht so brachial aus mit diesen schwarzen Fellen und dann diese Möhre der Breitreifen drauf, also echt heftig. Und der sagt halt, um auf dem Acker zu arbeiten oder für die Arbeiten, die er macht, hat der John Deere die beste Power. Er holt sich jetzt auch noch einen Fan, einen 900er, aber der ist wirklich nur zum Schleppen da. Der zieht den Tieflader, die Mulde und sowas alles. Weil Fan, sagt er, ist einfach nur... Klar, nutzen ihn auch genug Bauern auf dem Acker, sagt er letztens zu mir, aber halt, eher Fan ist eher was für Transporte gedacht. Wenn du wirklich richtig arbeiten willst auf dem Feld, sagt er, ja, für ihn zumindest mäßig ist, führt an John Deere kein Weg vorbei. Dumm. Ganz ehrlich, man muss man ja auch sagen, wir können es auch nicht beurteilen, wir spielen es bei LS, nicht in der Realität. Ist ja nun mal so. Ich gucke den Lohner, Schnacki, und ja, der fährt ja auch nur Fan. Der fährt ja auch nur Fan, ne? Da muss man ganz ehrlich sagen, bei den Lohner ist es ja auch meistens, ist immer Fan unterwegs, ne? Ja. Also wenn ich hier gucke, bei uns jetzt den größten Lohnunternehmen, wir nehmen es Haarmeister, und da ist auch nur, fast nur Fan unterwegs. So, haben wir es gerade gemäht, noch einmal runter hoch vielleicht, dann kann er gezettert werden. Hat der Killer Keks auch schon auf dem Weg? Ja. Was hast du geholt? Den Wender, ja? Den, ja. Den, genau, den dann kann... Na doch, es muss erst gewendet werden. Das Ding, was hinten angehängt wird. Das kleine. Achso, nee, ich habe jetzt den Schwader. Nee, wir müssen ja Heu machen, also müssen wir erst wenden. Ach so, Heu, ich hab gedacht, die Lage. Nee, die Lage ist nachher bei Feld 9 nur. Die Power, das können ja nur 2-3 Ballen werden. Das kann ja nichts Dickes werden. Das ist egal, das ist auf jeden Fall Sprüche. Müssen wir bloß nicht dran denken, dass wir denn, weil dann nehme ich, fahre ich ja gleich mit dem Wender dir hinterher, dass wir nachher das Mähwerk mit hochnehmen. Weil das, dann bräuchte ich ja jetzt nicht zum Hochfahren das Mähwerk bringen. Nee. Genau, du hast den Wender geholt, den Schwader. Ja, das ist, wenn man nur mit Crossplay spielt, dann braucht man, achtet man darauf gar nicht mehr. Dann schickt man den los, Kurs eingegeben, der macht so. Ich guck mal zwischendurch nach. Na gut, haben noch, ich kann noch mein Bier weiter trinken. Ja. Ja, ist so. Weil man halt, wenn man auf so einer kleinen Karte geht, es noch einiger. Weil man so eine Vierfachkarte hat, da hast du immer keine Lust mehr alleine zu spielen. Du, das ist ja das, was mich auch angekotzt hat mittlerweile, dieses Singleplayer-Gespiele. Man kennt es bei uns bis zur Hälfte vom 19. bis das bei mir mit dem scheiß Internet und Umzug und alles losging und halt auch mit der Arbeit. Wusste man eigentlich bei uns immer nur Multiplayer. Und damit spielst du nur noch Singleplayer. Oh, das war nachher schon so deprimierend. Obwohl man ja sagen muss, aktuell, die Leute kommen rein, kann man mitspielen, wenn du Singleplayer spielst. Nein, ich bin im Singleplayer. Bist du denn im Multiplayer, kommt keine Sau. Das fanden wir am Wochenende ja wieder phänomenal, André und ich. Wieder den Stream davor, wo ich noch Singleplayer gemacht habe, wo ich sagte, nee, geht halt dann erst, weil das Teil noch nicht da ist. Oh, schade, ich wollte voll mitspielen. Aber spielst du der Multiplayer? Kommt keine Sau. Das ist wie damals. Das ist. Ich meine, es. Geht ab Multiplayer spielen. Muss ich einspielen wieder. Es war damals ja auch so, nachdem wir nachher wieder regelmäßig gespielt haben, waren die Leute dann wieder da. Ja. Aber es ist halt immer merkwürdig. Obwohl, warte mal, ich fahre gleich Richtung. Ich bringe das Mähwerk doch gleich weg. In der Zeit, weil du musst ja erst ein kleines Stück vorfahren mit einem Schwader. Mit einem Wende. Ich hole schon mal die Presse hoch. Die Maschinen vom Shop brauchen wir ja nicht hinfahren, die verschwinden ja so. Genau. Bloß du brauchst ja, musst ja erstmal eine Spur mit dem Wender ziehen. Ein, zwei Spuren, bevor ich mit dem Schwader fahre. Also kann ich in der Zeit auch schon mal die Ballenpresse holen. Habe ich gar nicht gesehen, den Kleinen. Ja, der stand hinter dem. Ist er auch roh mit einem gelben Häubchen? Warte, ich sehe ja der Kleine. Habe ich ja gar nicht gesehen. Aber muss ich so lachen, mein Bruder sagt ja auch jetzt. Für seine Firma will sich einen Bagger holen. Und der wird rot und kriegt ein gelbes Häubchen. Der kriegt die Kabine mit gelb lackiert und der Rest kommt roh. Sein persönlicher Bagger.
Oh komm, ich habe letztens eine Firma gesehen, alle, die arbeiten nur mit pinke Maschinen. Ich dachte mir auch, ach, du ahnst es nicht. Ja, also das ist, ich weiß nicht, naja, du. Naja, fällt halt auf, die Firma mit der Farbe, ne? Also. Ja, ist ja genau, genau wie der Formel 1. Hier mit diesem BWT, dieses, diese Wassergedöns waren. Du, ich schaue dieses Jahr schon gar kein Formel 1 mehr. Ich bin auch gar nicht auf dem Stand überhaupt, wie das aktuell. Wer führend ist, ach doch, führend glaube ich, ist immer noch Verstappen, ne? Ich glaube, das so viel habe ich noch mitgeredet, aber seitdem Formel 1 nicht mehr bei RTL läuft, habe ich Formel 1 nie wieder geguckt. Und ich habe da schon nicht so oft geguckt. Zwischendurch hat man noch mal Rennen geguckt, aber mittlerweile gar nicht mehr. Ich kriege ja nur das mit, was du denn bei die Ergebnisse, wenn die mal bei Facebook gepostet werden, das kriege ich ja immer mit. Ich war jetzt gestern seit auch gut 1,5 Jahren mal wieder bei Facebook. Ja. Ich bin viel bei Insta. Ja, was soll ich damit? Ja, das stimmt. Du, man muss ja nicht überall sein, ne? Cool, bei Facebook auf der Seite poste ich aktuell auch wirklich nicht viel. Sollte jetzt mal langsam wieder ein bisschen mehr werden, aber sonst gucke ich Facebook, gucke ich zwischendurch mal rein, aber eher selten nur noch. Gut, andersrum komme ich auch nicht viel dazu, noch tagsüber gerade mit dem Handy zu spielen. Keine Zeit für. Nee, wenn der am Steuer sitzt. Ja, auch so allgemein. Es gibt genug andere Sachen, die ich denn im Kopf habe, die ich mit dem ich mich beschäftige, wie denn die ganze Zeit mit dem Handy zu spielen. Zum Beispiel mich wochenlang über mein Internet zu ärgern. Jetzt hast du ja dann durch die Internet erstmal. Ja, und funktioniert also. Ich bin damit zufrieden gerade. Das ist doch mal ein schönes Bild, ne? Der schöne Klaas. Da machen wir doch mal ein Foto von. Der Angestellte darf die Kombi nicht fahren. Aber Aber er fährt die Kombi näher trotzdem halt den kleineren Klaas mit der Presse hinten dran. Vor allem, wenn du jetzt wieder zu zweit spielst, ne, Alter, die Zeit verfliegt wieder so schnell, das ist nicht normal. Und vor allen Dingen halt arbeitstechnisch, du kannst dich vernünftig aufteilen. Jetzt hier so eine Mission hast du ruckzuck erledigt. Und ja, du hast hier mal zum Quatschen. Das ist das Beste überhaupt, wie gesagt. Singleplayer, ich meine, alles gut und schön, mal eins. So wie zum Beispiel beim Projekt Meierhöfe aktuell, wo ich hier am Umbauen bin. Alles schön und gut, aber wenn du in der Hand nur immer Singleplayer spielst, oh, das wird irgendwann. Ja, was willst du denn einfach mal erzählen? Du brauchst ja nicht Das ist erzählen. es. Deswegen bin ich ja schon mal überlegen, bei Meierhöfe mir noch einen reinzunehmen, der aber auch vernünftig mit Landscaping arbeiten kann, ne? Wo du dann sagen kannst, hier, mach mal und fertig. Muss halt ordentlich sein. Aber da kam heute schon mal eine Idee, kann ich dir mal gleich erzählen. Muss man ja, ne, jetzt noch nicht erzählen, das ist ja denn. Geld ist ja nicht mehr, keine Überraschung mehr, oder? Richtig, und eben heißt es wieder, ne, macht das haut es wieder ein Anreffig drauf und dann steht er da, haben sie nur nachgemacht. Genau, Nachmacher hier. Oh, stellen wir mal die BGA einfach zu hier. Hat er überhaupt schon was geschafft? Irgendwie nicht, ne? Alter, das Ding ist 2 Meter breit. Ja, also das finde ich immer lustig, Alter. Anstatt dann auch die Arbeitsbreite der Maschinen weiter zu nutzen, nein, beim ZR wird dann das kleinste, schmalste von allen genommen. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt hier. Obwohl ich ganz ehrlich den Wendler hier von Krone, den mag ich nicht so. Ich lasse dich jetzt mal noch eine Bahn fahren. Also ich finde den nicht so. Da finde ich den roten von Lely einfach. Ach ne, du bist am Arbeiten, da wollte ich dich nicht stören. Im Shop gucken. Der von Lely ist da einfach am besten. Ich weiß gar nicht, welchen ich. Es gibt von Krone gibt es doch diesen einen, wo nur ein Rad dran ist. Puh, keine Der Ahnung. ist doch beschissener. Der ist so klein. Der ist doch beschissener. Stimmt. Der ist, glaube ich, auch in einer Mission hier mit drinne. Also für die nächste Mission, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Das Ding ist so klein und so. Also Und auch nur wenn das einer. der für die Village-Mission ist, rüsten wir vorher unser Schneidwerk natürlich um. Dass wir gar nichts Schwadern und Z-Wellen brauchen.
Aber gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende von der Folge angekommen. Ja, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Kommentare sind immer gern gesehen. Teilt das Video gerne weiter und an die neuen Lasten-Abo da. Damit sind wir raus und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.